Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe aus den XKB-Lernvideos mit vielen interessanten und nützlichen Themen rund um unsere erfolgreiche Middleware. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie ein XKB-Trace analysieren können, um die Ursache einer unvollständigen Faxübertragung herauszufinden. Der Trace Analyzer ist ein leistungsstarkes Analysewerkzeug, welches mit jeder XKB-Installation mitgeliefert wird. Mit dem Trace Analyzer können SIP- und KPI-Nachrichten sowie die RTP-Streams zwischen der XKB und den beteiligten Voice-over-IP-Geräten und auch Auszüge aus der T30-T38-Kommunikation im Faxbetrieb dargestellt und wiedergegeben werden. Als Datengrundlage für den Trace Analyzer dient ein entsprechendes Trace, welches idealerweise den Zeitraum des unerwünschten Vorkommnisses abdeckt. Ein Trace sollte vor der Analyse beendet werden, da ansonsten die Trace-Datei im Hintergrund immer größer wird. Dazu empfehlen wir unser Video Trace erstellen. In der Standardansicht können Sie mit einem Klick den Trace Analyzer starten. Im Expertenmodus finden Sie den Start des Trace Analyzers mit einem Klick auf Analysieren. Im oberen Bereich des Trace Analyzers finden Sie eine Übersicht über die einzelnen Verbindungen mit Startzeit, Dauer, Endzeit, Verbindungsrichtung, Quellrufnummer, Zielrufnummer und ob es sich um einen Sprach- oder Faxruf handelt. Das dazugehörige Fax lässt sich mit dem bei der XKB-Installation mitgelieferten Fax-Viewer anzeigen. Es besteht die Möglichkeit, sich die Benutzeroberfläche mit den jeweiligen gewünschten Spalten individuell anzupassen. Nutzen Sie dazu die Einstellungen unter View und Columns, um noch weitere Spalten mit Diagnoseinformationen hinzuzufügen. Sie können jede einzelne Verbindung auswählen und das empfangene und gesendete Audiosignal abspielen lassen. Das aufgezeichnete Audio lässt sich auch für eine spätere akustische und optische Überprüfung mit einem externen Audio-Tool abspeichern. Bei gestörten Faxübertragungen lässt sich so feststellen, ob wirklich ein Faxgerät den Ruf entgegengenommen hat. Darunter finden Sie zu jedem einzelnen Verbindungsschritt der SIP-Kommunikation detaillierte Diagnoseinformationen. Der Reiter Voice, Fax and Communication Messages zeigt diese Bereiche betreffenden Informationen an. Sie sind nach SIP, RTP-Sender und Empfänger und Audiosender und Empfänger sortiert. In der rechten Spalte werden zu jedem Ruf zusammenfassende Informationen wie der Verlust von Paketen angezeigt. Der Zeitabstand zwischen den einzelnen Nachrichten und Verbindungsschritten lässt sich durch Bewegen der Maus feststellen. Die Anzeige BT ist der Zeitabstand seit dem Beginn des Traces. SM ist der Zeitabstand zur ausgewählten Nachricht. PM ist der Zeitabstand zur nächsten Nachricht. Die Anzeige DT beinhaltet Datum und Zeit. Wird der eingestellte Wert des maximalen Zeitabstandes überschritten, wird dies in roter Farbe hervorgehoben. Oft folgen danach zu schnell eintreffende RTP-Pakete. Dies wird in Orange dargestellt. Unter Options und RTP können Sie den Standardwert des Zeitabstandes zwischen den einzelnen RTP-Paketen einstellen. Werkseitig ist dieser auf 20 Millisekunden eingestellt. Wird dieser um einen Toleranzwert von mehr als 10 Millisekunden überschritten, wird der Eintrag rot markiert. Einträge, die den Toleranzwert überschritten haben,
können mithilfe der rechten Maustaste direkt angesprungen werden. Der Reiter KaPi Messages zeigt Ihnen Diagnoseinformationen rund um die KaPi-Schnittstelle an. In der rechten Hälfte erhalten Sie dazu detaillierte Informationen. Im Reiter License finden Sie Diagnoseinformationen zum Thema Lizenz. Um die Arbeitsweise des Trace Analyzers zu erklären, werden wir im Folgenden einmal eine unvollständige Faxübertragung analysieren. Dazu haben wir vom Kunden eine Trace-Datei mit Informationen zum Zeitpunkt und den Rufnummern erhalten. Für eine genauere Diagnose der Faxübertragung ermitteln wir den betreffenden Ruf anhand der Uhrzeit. Den Ruf finden wir in der Registerkarte Voice, Fax and Communication Messages und erweitern je nach Übertragungsstandard den T30PSM oder T38PSM Ordner. Zum Thema Übertragungsstandard möchten wir Ihnen noch einige Hintergrundinformationen darstellen. Bei einem T38-Fax können keine Audiodaten analysiert werden. Das T38-Protokoll ermöglicht die Übermittlung von Faxnachrichten über ein Voice-over-IP-Netzwerk und wurde dafür speziell konzipiert. Die Faxdaten werden in eigenständigen Paketen übermittelt. Bei der Softfax-Übertragung werden die digitalen Sprachsignale direkt über die aktive Leitung übertragen und die analogen Faxtöne softwareseitig von der XKaPi moduliert. Bei unvollständigen Faxübertragungen sollten wir zunächst mal schauen, ob bei der Übertragung der Fehlerkorrekturmodus ECM genutzt wurde. Bei diesem Verfahren werden unvollständige Datenpakete erneut angefordert. Besonders bei Leitungen, in denen Übertragungsstörungen vorkommen, sollte ECM aktiviert sein. Beide an der Übertragung beteiligten Faxgeräte müssen ECM unterstützen. Eine aktive Fehlerkorrektur in der eingesetzten Faxsoftware kann oft schon die Lösung bei Verbindungsstörungen sein. Der ECM-Modus wird grundsätzlich über die Faxsoftware aktiviert und nicht über die XKaPi. Dazu überprüfen wir, ob unter Flags bei ECM ein True zu finden ist. Sollten Faxübertragungen gar nicht möglich sein, können bestimmte Einstellungen der Telefonanlage dafür verantwortlich sein. Wir möchten Ihnen dazu einige Beispiele vorstellen. Im Avaya Aura Communication Manager gibt es häufig falsche Parameter im IP-Codec-Set. Hier müssen alle Parameter auf Off gesetzt sein. An den Stellen, wo nur Yes oder No zur Auswahl stehen, ist ein No zu setzen. Bei einem Cisco Gateway sollten die Einstellungen der Dial Peers überprüft werden. Bei Softfax-Übertragungen sollten keine Einträge wie beispielsweise Fax-Protokoll Pass-Through und Fax-Protokoll T38 stehen. Der Eintrag Fax-Rate Disabled ist hingegen einzutragen, welcher jegliche Faxerkennung im Gateway abschaltet. Als weiteres letztes Beispiel möchten wir auf die Codec-Parameter eines Siemens Highpass 3000 Gateways eingehen. Aktuell muss dort der T38-Parameter der Anlage auf ON gesetzt sein, auch dann, wenn der Softfax-Modus verwendet wird. Diese Einstellungen und Bezeichnungen sind bei jedem Hersteller verschieden und können sich bei der nächsten Firmware-Version schon wieder ändern. Wir empfehlen dafür unsere Tech-Notes für spezifische Anlageneinstellungen in der Community auf der TE Systems Homepage. Generell sollten auch die Ressourcen der eingesetzten PBX beachtet werden. Bei der Siemens Highpass gibt es bei T38 die Einschränkung, dass man je nach Ausbau der PBX in der Regel nur 1 bis 3 T38-Leitungen zur Verfügung hat. Im Softfax-Modus können so viele Leitungen genutzt werden, wie es für die Sprachverbindung möglich wäre. Der Ordner SIP enthält für uns weitere Informationen zum Rufaufbau für eine Diagnose. Dieses Protokoll sorgt für die Lokalisierung der Gesprächspartner, die Einrichtung und die Beendigung der Kommunikationssitzung. Wenn auf ein Send Invite
ein Received 404 and not found zurückkommt, scheint die Gegenstelle die gewählte Nummer nicht zu kennen, und wenn die Antwort gar 503 Service Unavailable lautet, ist die Gegenstelle außer Betrieb. Ein mehrfaches Send Invite wird protokolliert, wenn die Gegenstelle, also in diesem Fall das Voice-over-IP-Gateway oder ein SIP-Provider, nicht erreichbar ist oder die Rückmeldung von der Gegenstelle nicht bei der XCAPI ankommt. In der Regel ist hier eine falsche Routing-Einstellung die Ursache. Oft blockiert eine aktive Firewall die Kommunikation. Ein Blick in den XCAPI-Controller könnte ebenfalls hilfreich sein. Die gesetzte Standard-SIP-Domäne sollte überprüft werden. Dieser Port für UDP-TCP sollte in der Regel auf 5060 gesetzt sein, was auch dem Standard entspricht. Die Porteinstellung kann in diesem Feld geändert werden. Diese Porteinstellung ist nicht mit dem lokalen Port zu verwechseln. Falls in diesem Beispiel die Gegenstelle auf einen anderen Port, zum Beispiel 5070, lauscht und die XCAPI die Nachrichten an Port 5060 sendet, würde die Gegenstelle die Nachrichten nicht entgegennehmen und dementsprechend auch nicht antworten. In unserem nächsten Trace ist die Ursache dagegen sehr leicht feststellbar. Busy hier bedeutet, dass die Gegenstelle ganz einfach besetzt ist. In unserem letzten Trace-Beispiel wurde ein Not Acceptable der Gegenstelle protokolliert. Im weiteren Verlauf des Traces können wir feststellen, dass per SIP auf T38 umgeschaltet worden ist. In der Regel bedeutet dies, dass T38 nicht korrekt bei der Gegenstelle eingerichtet ist oder T38 von der Gegenstelle gar nicht erst unterstützt wird. In diesem Fall sollten wir die in der XCAPI-Konfiguration zur Verfügung stehenden Zusatzfunktionen nutzen. Aktivieren Sie die Software-Fax-Funktion und T38 wird automatisch ausgeschaltet. Es müssen dann keine weiteren Konfigurationen vorgenommen werden. Sollten Sie Ihr Anliegen mit dem Trace Analyzer nicht selbst lösen können, steht Ihnen unsere technische Unterstützung zur Verfügung. Beschreiben Sie bitte detailliert Ihre Anfrage und fügen Sie das XCAPI Trace hinzu.